herzlich willkommen zu einem neuen Video von YouTubers Live. Ja, ich renne immer noch in der Stormtrooper-Ausrüstung bzw. Klamotten hier herum. Und ich sage euch, das ist echt bequem und der Helm ist so geil. Da hat man ein ganz anderes Spielfeeling. Und ja, ich kann mich in diese Person hineinversetzen. Boah, ich bin so gut. Nur deswegen weiß ich ja, dass es so ein geiles Feeling ist, damit zu spielen. Also vor allem... Ich weiß nicht, ob man tatsächlich so sitzen kann mit der ganzen Rüstung. Das ist ein bisschen kratzig, also es ist ein bisschen eng. Man schneidet sich ein bisschen rein, aber trotzdem hat man das so an und man sitzt so total unbequem da, so vorm... Nee. Na, auf jeden Fall, was ist mein Ziel? Diese Folge ist mein Ziel, so nah wie möglich an die 1 ranzukommen, beziehungsweise ich bin ja jetzt auf Rang 3. Ich habe jetzt 1,8 Millionen an Abonnenten im Spiel hier. In echt nicht, da habe ich gerade mal über 200 oder so. Ich werde aber versuchen, noch ein bisschen besser zu werden, ganz klar. Ja, ja, ich komme gleich zu dir nach Hause. So, jetzt hier. Ich frage, du antwortest. Achso, das ist das Interview. Ja, nee, da habe ich kein Interesse dran. Ich versuche wirklich nur noch schnell das hinzukriegen hier. Das ist... Das ist besser. Du verlierst Abonnenten. Wow, guckt euch das an. Das wird ja wahnsinnig schnell. Sinkt das hier. Komm, 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 komm. Hier, das Video muss hoch. Nachdem er wieder da ist, essen, schlafen, kacken, irgendwie so und dann wieder weiter Videos machen. Ehrlich. Das ist doch der Hammer. Ah, 3 Daumen nach oben, 2 nach unten. Ich glaube, ich habe immer einen Daumen mal nach unten gehabt. Ich habe, glaube ich, nie alle nach oben gehabt oder so. Ich weiß nicht, irgendwie total komisch. Oh, ich habe sogar Geld dafür gekriegt. Großartiges Geschenk, mal so nach Liebe. Ja, es ist hier. Pff. Wie soll man eigentlich das alles gleichzeitig machen und dann auch noch hier Abonnenten gewinnen statt verlieren? Es ist in meinen Augen ziemlich unrealistisch hier alles. Dass man das alles gleichzeitig hinkriegen soll, es ist. Da brauchen wir mehr Stunden oder die Stunden hier so in langsamer vergehen, weil überlegt euch, jetzt haben wir 7 Uhr, 8 Uhr. 9 Uhr, da, seht ihr? Ey, so viel Zeit kann man gar nicht da hinein investieren. Ich spiele doch kein 10-minütiges Spiel, 10 Stunden oder so. Das ist total unrealistisch hier. Die Zeit geht hier einen Ticken zu schnell einfach im Spiel. Ansonsten denke ich, würde es ein bisschen alles möglicher machen, halt, wenn die Zeit hier langsamer einfach vergehen würde. Ja, dann macht man nicht hier während einem Video hier einfach nur drehen und sowas alles. Weil es wird hier noch nicht mal gerendert. Hier entscheide ich ja erstmal nur, wie es im Spiel so abläuft, ne? Das müsst ihr auch nochmal bedenken. Danach kommt noch das Rendern und danach erstmal das Hochladen, dann die Kommentare und dann läuft das erst so an hier. Also, ja, nicht ganz so, ne? Realistisch. So, überhaupt nicht. So, jetzt haben wir noch 5, 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
Wow. So, einmal hier. Und das war auch geil. So, jetzt ein glückliches Gesicht. Glückliches Gesicht haben wir nicht. Dann nehmen wir ein hohes anderes. Verwirrt. Hier haben wir ein glückliches Gesicht. Glücklich. Ja, ist aber zu niedrig. Also nehmen wir das. Nachdenkliches Gesicht haben wir nicht. Also nehmen wir das höchste. Nachdenkliches Gesicht haben wir das höchste. Zack. Nach 18 haben wir hier Wild. Nehmen wir das. Hey, cool. Ja, das ist super. Nehmen wir das. Und da haben wir wahrscheinlich keinen einzelnen. Also können wir gleich jetzt nächstes weiterklicken hier. Ja, wir haben die 1,8 wieder erreicht. Geil. Und gleich geht's wieder runter. Wetten. Oh, das rieche ich schon. So, jetzt aber. Komm, hoch. Ja, schön. Ich hatte ja noch nicht mal Zeit, die Kurse fertig zu machen. Fällt mir gerade ein, ne? Hier, machen wir mal einfach mal den Kurs. Nee, wir haben keine Zeit mehr. Ja, ist egal. Liebe vorbei. Braucht man als YouTube-Star sowieso nicht. Liebe, es ist alles überflüssig. Blah, ist eklig. Ja. Nein, Leute, ist es nicht eklig oder so. Privatleben. Leute, das Privatleben ist wichtiger als YouTube. Egal, ob ihr damit verdienen wollt oder nicht. Es ist wahnsinnig wichtig, so zu haben. Steigern wir das mal. Ja, mit einem Hashtag reinhauen. Ja, alles klar. Gucken wir uns das mal an. Ob sich das auch wirklich lohnt. So, wir müssen dann aber trotzdem jetzt erstmal wieder pennen. Dann machen wir ein Video wieder. Haben wir denn noch ein passendes Spiel? Ja, haben wir. Das Gameplay, zack, fertig. Nein, Video nicht erstellen. Noch nicht. Erst musst du schlafen und so. Zack, hier haben wir erstmal das hier. So, wunderbar. Und jetzt sind wir auf 50. Zack, eine Lampe wieder mehr. Das ist der Wahnsinn. Im Ranking sind wir auf 3. Kann ich irgendwie mir das Ranking auch angucken? Wow, Einkommen, 21.000 noch was. Also wir haben... So geht doch. Dauert nur ewig. Millionen. Da ist ja gar nicht mehr so weit, oder? Leute? Das ist doch eigentlich okay noch so. Ich will gehen. Na, jetzt ist das Spiel aber langsam. Was ist denn hier los? Das finde ich jetzt eigentlich nicht so schön. Hallo? Hey, mit dem Helm auch noch ins Bett. Ich hätte wenigstens erwartet, dass der Helm verschwindet, wenn man sich hinlegt. Nein, natürlich nicht. Was denkt man bloß? Also nein, man kann doch nicht den Helm abnehmen. Ah, ah. 100 Millionen Aufrufe. Oh, geil, Leute. Ehrlich, der Hammer. Wenn diese Zahl, also ich wäre ja schon über 100.000 Aufrufe auf meinem echten Kanal. Ey, ich glaube, ich würde einen Sekt einfach mal nur aufknallen lassen. Also einen Korken knallen lassen, einfach nur um mal Party zu sich so super zu fühlen, so wie Sheldon. Also, pup, ich brauchte nur das Plop. von The Big Bang. Also, ne? So. Ja. Ich bin gerade ein bisschen wieder aufgedreht. Ich weiß nicht warum. Ich muss mal kurz nachlesen, was dieses Sabbelwasser hier bewirkt. Schwachsinn reden, na toll, super. Na gut, okay.
Ich hätte gerne den 10er noch gehabt. 3. Haben wir nichts, okay. Yay, noch mehr Kohle, die ich nicht ausgeben kann. Yeah! Weißt du, am Anfang ist es echt so, da knabberst du an ganz wenig Geld, was du hast. Ist im echten Leben auch so. Und dann, wenn du dann genug hast, dann weißt du nicht, wofür du es ausgeben sollst. Gut, manche kaufen sich irgendeinen Schwachsinn oder so. Aber hier im Spiel zum Beispiel kann man es nicht. Gut, ich könnte alles kaufen, was es so gibt oder so. Aber das macht für mich keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Hat die jetzt gecheckt, dass sie 50 ist? Na, ich weiß ja nicht. Ziemlich lange Leitung, wa? So, dann machen wir Essen. Ja, leider wird es dann erst im nächsten oder übernächsten Video dann soweit sein, dass wir dann auf Platz 1 rutschen. Hoffe ich doch mal, dass wir noch 2, 3 Folgen noch brauchen und dann mal gucken, was als nächstes kommt. Vielleicht eigenes Netzwerk erstellen und dann, wow, wir sind fertig. Das wäre echt cool. Es gibt aber auch Leute, die in diesem Spiel schon Millionen an Abonnenten haben, aber ich habe nicht vor, das so lange eigentlich zu spielen mit euch hier für YouTube. Ich erhoffe mir eigentlich anderes, dass ich bald eigentlich nur das andere spielen kann. Ja, ich mache das ja meistens so, ich produziere nicht Monate vor oder sowas. Ich mache nur ein paar Folgen immer nach vorn. So, wenn ihr nämlich irgendwelche Wünsche habt, ey, die Musik ist zu leise, zu laut oder sonst irgendwie, dann versuche ich das eben halt direkt zu ändern, wenn es noch möglich ist in den nächsten Folgen. Ansonsten tut mir leid, wenn es dann ein paar Folgen dauert, bis dann die Änderung drin ist. Aber ich finde es echt immer klasse, wenn sich Leute melden, hey, hier ist irgendwas nicht ganz so perfekt in deinem Video. Ich finde es gut, weil nur so kann man sich verbessern, weil manchmal selber überhört man das oder so. Oder man achtet nicht so extrem das ganze Video drauf, während man das beim Rendern nicht nochmal komplett anhört, sondern erst danach. Das... So. So. Gut, über die typischen wieder. Ja, aber die beiden fast wieder. Also hier ganz, 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 ganz knapp. Beim Publisher. Okay, oh, was auch immer. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt ja erstmal gucken, dass wir den Abonnenten hochgehen. Es wird lange dauern noch, bis wir dann soweit sind, aber ich werde dranbleiben am Ball auf jeden Fall. Speedrun-Video, oh, das kippt mir hier so weit nach hinten. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Diese Videos machen so scheiße. Und dann ist auch noch sowas von schon uninteressant. Das ist ja geil. Ist ja auch nochmal ganz toll. Das ist ja bis zum 6. August. Oh, bald haben wir da auch August hier im Spiel. Schön. Wieder mal. Keine Ahnung, wie viele Jahre ich hier schon dran bin in diesem Spiel. Also in Game-Zeit. Die Anzeige wäre auch mal nicht schlecht, ne? So 20 Jahre hast du gebraucht für 1,8 Millionen Abonnenten. Also wenn man das sich dann so überlegt, dann könnte das wie in echt fast so sein, ne? So fast so. Aber nur fast. Super, alle drei das gleiche Gesicht. Eigentlich hatte ich das so eingestellt, dass das nicht mehr passiert. Wie schön wäre es denn? So, nehmen wir das Höchste. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt gleich nach diesem Video dann auch die Aufnahme wieder stoppen. Denn es ist, denke ich, für euch zurzeit gerade wieder ziemlich uninteressant. Ihr möchtet wahrscheinlich Näheres sehen, wenn ich hier die 2 Millionen Marke oder so geknackt habe. Das werde ich euch auf jeden Fall zeigen. Das Interessante ist, ich werde es beobachten, ob sich der erste auch noch erhöht mit seinem eigenen Anzahl der Videos bzw. der Abonnenten oder ob es auf 2,1 Millionen bleibt. Kann ich mir nicht vorstellen. Logischerweise müsste ja eigentlich aufsteigen. Das wird auch immer teurer.
Und gleich ist es zu Ende. Wetten bringt das, hat das nichts gebracht. Das mache ich auf jeden Fall aber beim nächsten Video ganz, ganz krass hochschrauben. Sechs Millionen View. Hä, wieso kommt hier keine Zahl? Ja, über eine Million hat der ja schon. Hier Ziele, bla bla bla. 5000, ja. Vielleicht, wenn das zu Ende ist, zählt er das rein, aber keine Ahnung. So, bewerten, ganz hoch pushen. Versuchen nimmt halt unser Bestes. Hier geht es nur noch langsam voran. Aber auch schon Kohle und ich weiß nicht, wohin die Kohle. Wo ist mein Mitarbeiter schon wieder? Der tanzt da. Okay. Dann mach mal Video. Faule Sau, du. Warte mal. Er darf das Speedrun machen. Da. Ja, geil. Es ist der Bug wieder. Er tanzt weiter und macht nichts. Ach, ich liebe es nicht. Es ist sowas von anstrengend, ehrlich. Wozu hat man Angestellte, die Befehl kriegen und tanzen? Na gut. Was kann man anderes erwarten? Ganz ehrlich. Gut, ich werde jetzt hier weiter erstmal Videos machen und so weiter. Und ich versuche, das Speedrun noch rechtzeitig hinzukriegen. Allerdings bezweifle ich es. Denn ich werde jetzt erstmal futtern. Dann werde ich das Video machen. Ich überlege, ob ich es wirklich jetzt einfach ein richtig schlechtes mache oder nicht. Ich bin nämlich eigentlich nicht mehr auf diesen Gate so angewiesen. Ey, ehrlich, ich überlege. Es könnte wahnsinnig knapp werden. 9 Tage noch. Ne, 11. 11 Tage noch. Mindestens. Ja gut, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen und ihr werdet es beim nächsten Mal sehen. Ich muss mich jetzt halt ein bisschen bemühen, damit das hier soweit funktioniert alles und wir mal hier auf 2 Mille kommen und dann werde ich wieder die Aufnahme, denke ich, starten. Damit ihr auch eben halt wieder was zu sehen habt, was vielleicht interessanter ist oder so. Ich könnte hier noch ein anderes Aussehen hier mal starten. So, mal nochmal zeigen. Das war jetzt nicht gerade viel hier. Na gut. Okay. Kohle hat schon ein bisschen was gebracht. Okay, schön, schön. 7, 8, 5, 5, 4, 3, 2. So. Da ist ja jetzt das Interesse schon weg. Das ist der Hammer. Soll man davon ein Video machen? Boah, das ist eigentlich fast gar nichts, ne? Nee. Das ignorieren wir einfach. Das ist nicht schlimm. Spaghetti gibt's diesmal. Nee, doch nicht schlafen. Nee. Du darfst direkt nochmal ein Video machen. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.